Letzte Woche ist das Geld gekommen von den Nachbarn, die du abgemalt hast. Sehr gut hast du das gemacht. Du musst schon stillhalten. Birgit Minnich-Meyer ist die ideale Besetzung für die Rolle der Malerin Maria Lasnik. Das Einzige, was sie beanstandet haben, ist, dass sie so komisch ausschauen auf dem Bild. Ich verstehe eben nichts von moderner Kunst. Musst du schon ordentlich machen. Solange man jemanden abmalen kann, wird man nicht verhungern. Es ist eine sichere Basis, um von der Kunst leben zu können. Wenn ich einen Menschen ansehe und abzeichne, muss mehr geschehen als nur sehen lernen. Ich muss auf den Menschen eingehen. Das heißt, ich muss einen Teil von mir aufgeben. Was macht diese Künstlerin für mich wichtig? Das ist eine große Frage, ganz vieles. Aber der Ausgangspunkt waren tatsächlich ihre Farben. Also ich habe ihre Bilder gekannt aus Ausstellungen in Wien oder in München oder anderen Städten. Ich bin sogar ihren Bildern nachgefahren. Ich fand die Farben einfach wahnsinnig toll. Die Grellheit, die Ausdruckskraft, die Intensität. Also ich finde das wirklich inspirierend, vor ihren Bildern zu stehen. So hat's begonnen. Ich starre so lange auf einen Farbpunkt, bis die Lokalfarbe verschwindet und die ganze erschreckende Relativität der Farbe einen Weg zur Auswahl freigibt. Die Maria Lasnik ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Es hat mit den Farben begonnen und dann habe ich ihr Leben recherchiert, viele Menschen interviewt, also ganz normal eine Recherche gemacht, aber irrsinnig viele Leute interviewt, die mit ihr zu tun hatten. Und der Moment, der mich am meisten interessiert hat, war eigentlich eben der, wo sie vor der Leinwand sitzt und in sich hineindenkt, in sich hinein spürt, um das, was sie spürt, dann eben zu malen. Das fand ich betörend intensiv. Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn wir da jetzt sitzen, ich sitze auf dieser Bank und Sie sitzen auf diesem Stuhl, gehen die Sitzbeinhöcker jetzt nach unten oder geht der Stoff von der Bank in den Hintern hinein? Also was ist da genau an dieser Grenze? Weil das verschmilzt ja irgendwie. Was spürt man da? Und welche Farbe hat das? Also welche Farbe würden Sie dem Ganzen geben? Also was ist das Gefühl davon? Und da ist sie stundenlang gesessen und hat gewartet, bis sie das spürt. Und dann hat sie das, was sie gespürt hat, gemalt. Sie sagt zum Beispiel, dass sie oft keine Haare auf den Bildern hat. Also auf vielen Bildern ist der Kopf ohne Haare, weil man die Haare nicht spürt. Oder manchmal ist der Arm einfach, der hört dann hier auf, weil den hat sie nicht gespürt in dem Moment. Die Wangen sind rot, weil ihr war heiß. Sie hat den Farben auch Namen gegeben. Es gibt Verwesungsfarben, Eifersuchtsfarben, Todesfarben, Liebesfarben. Ich habe mir meinen Farbsinn selbst erarbeiten müssen. Durch Kontemplation, den ersten Farbfleck entschlüsseln, mit diesem Schlüssel alle Nebenfarben durch Kalt-Warm-Gegensätze bestimmen. Ich habe die Birgit Minnich-Meyer in der Albertina, das ist ein Ausstellungshaus in Wien, gehört und gesehen, wie sie aus dem Tagebuch von Maria Lasnik vorgelesen hat. Also sie wurde eingeladen, aus dem Tagebuch zu rezitieren. Und da war ich dort, das war in meiner Recherchephase. Und in dem Moment, wo ich sie da gehört habe, habe ich gedacht, die ist das einfach. Also da gab es dann gar keine Frage mehr. Natürlich habe ich sie dann trotzdem gefragt und sie hat sofort zugesagt, ich kann jetzt natürlich nicht für sie sprechen, aber ich denke, das war eine schöne Herausforderung für sie, die Idee, alle Altersstufen zu spielen. Ja. Frau Lasnik, shall we do the little interview now? Interview, that's not possible. I'm far too happy, you know? I only give depressed interviews, right? That suits much more my life. Yeah? Sie ist dann sehr spät zu dem Ruhm gekommen, den sie sich gewünscht hat und den sie auch verdient hat. Und zu großem Reichtum. Also sie ist die teuerste österreichische lebende Malerin geworden zu Lebzeiten. Aber sie hat diesen Reichtum dann nicht mehr annehmen können. Sie ist in der spartanischen Lebensweise, die sie immer geführt hat, geblieben. Sie hat immer Apfelstrudel gemacht, wenn sie wer besucht hat, und Kartoffeln im Fensterbrett, Kartoffeln gegessen oder Reis. Weil, also ich denke, das hat doch ihrem Künstlerideal entsprochen. A
new Picasso has been born. Vor allem aber hatte sie mit dem jeweils modischen Kunst-Mainstream wenig im Sinn. Mit diesem absurden Werte- und Bewertungssystem, in dem sich Kuratoren, Kunsthändler, Kulturbeamte, Kollegen und vor allem Kunstschreiber gefallen. Da war sie vermutlich nicht immer konziliant. Ja. Dann muss ich jetzt wieder malen gehen, nicht? Also ihre Lebensgeschichte ist ja eine Emanzipation in der Kunst. Sie hat sich in dieser männlich dominierten Kunstwelt, in der sie aufgewachsen ist, also die sie erlebt hat und wo sie die Kälte gespürt hat, wo sie die Männerbünde gespürt hat, die sie sich zusammengetan haben und die sich gegenseitig gefördert haben oder gefördert wurden und sie nicht. Sie ist aus dieser Enttäuschung, dass sie das jahrelang immer wieder erlebt hat, eigentlich dann nicht mehr wirklich rausgekommen und hat sich dann dementsprechend auch im Kunstmarkt aufgeführt. Du hast immer alle anderen vor mir eingeladen, nicht? 20er Haus hast mir auch keine Ausstellung gegeben. Und nicht mal jetzt traust mir zu, dass ich den Pavillon allein bespiele. Okay, and this is the Instructor. That it's fixed now. Also sie ist regelmäßig in Galerien, wenn es eine Ausstellung gab, reingegangen und hat gesagt, wie schaut denn das hier aus? Wie habt ihr das alles gehängt? Ihr müsst sofort alles umhängen, sonst ziehe ich die Ausstellung zurück. Nein, 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 so geht das nicht. Das ist grauenvoll, wie ihr das gemacht habt. Das ist so tief unten. Meine Bilder sind doch keine Bodenfeger. Ja, meine Bilder, die müssen strahlen, nicht? Zu einzeln. Nein. Das ist ganz falsch. Das ist ganz, ganz falsch. Nein. Das ist so falsch. Nein. Dann wurde alles umgehängt. Am nächsten Tag ist sie wiedergekommen und hat gesagt, nein, nein, das ist ja viel schlechter, das gehört alles wieder zurück, sofort. Dann wurde alles wieder zurückgehängt. Und es gibt sogar die Geschichte, dass sie zu einem Galeristen gesagt hat, und die Wand da, die gehört auch weg. Der ganze Film sagt ja, dass ein Biopic immer nur eine Interpretation ist. Die Art und Weise, wie ich den Film gemacht habe, soll ja ausdrücken, dass ich überhaupt keinen Anspruch auf eine Vollständigkeit erhebe, noch darum, wirklich jetzt diese eine Person in diesem einen Leben darzustellen. Also wer sagt denn, wie eine Person in einem Leben ist oder was das Leben ist? Vielleicht weiß man selber nicht, was das eigene Leben ist, weil es ja so viele Schichten gibt. Ich weiß gar nicht, was die Maria Lasnik sagen würde, was von ihr Leben ist. They call me all the time, especially in the night, they call. They want me to be a professor in the Art Academy. Yeah. They want me to be a professor. But that's amazing. No. That's terrible. You know what this means? This means I have to work with very untalented babies. Also, die Birgit und ich haben immer gesagt, es ist unsere Interpretation von Maria Lasnik. Es ist nicht die Maria Lasnik, sondern es ist unsere Interpretation von Maria Lasnik. Ich glaube allerdings, dass die Maria Lasnik meinen Film, ich hoffe, ich glaube, dass sie ihn mögen würde, weil er ihr entspricht, denke ich. Sie können sofort bei mir anfangen. But that's amazing. I only do it if they give me the same money they give to Joseph Beuys. Life is not bearable for me. Ich ziehe mich gerade an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. You like it? Yeah. It's called sleeping with a tiger.